liebe Mitwischer und Mitwischerinnen der Atlassian-Community, Servus, ich mag, achso, und liebe Mitwischenden, das sagt man ja heutzutage so. Wie man das unschwer aus dem Videotitel entnehmen kann, möchte ich ganz gerne heute mit euch über das Mikrofaser, das neue Mikrofasertuch von Merman sprechen, das Bambus-Mikrofasertuch. So ist ja die Bezeichnung, eben halt aus der Bambusfaser, wie auch immer, ist er ja jetzt auch groß im Kommen. Gab es ja schon einige Hersteller, die es vorher rausgebracht haben, eben halt, hast du vier auf Wochenmärkten gesehen, eben halt so die fliegenden Händler, die das vorgestellt haben, der Hausfrau ans Herz legen wollte, was aber auch nicht verkehrt ist, also die sind nicht schlecht, die Teile. Aber jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, möchte ich mit euch darüber reden, natürlich auch ein paar Vergleiche zu anderen Tüchern stellen, die auch eben halt diese Ecktaschen haben, denn das ist ja jetzt auch, einer hat damit angefangen, die nächsten ziehen nach. Ne? Die Tücher jetzt schon benutzen mit Ecktaschen, wissen eben halt die Vorteile gut zu schätzen und so, die es noch nicht kennen, denen erzähle ich das vielleicht gleich mal was Neues. So. Aber wie gesagt, wir reden jetzt erstmal kurz über das Bambustuch und dann strebt man die Vergleiche an. So, wie es da meistens so ist, rate ich euch, das Video jetzt an der Stelle zu stoppen, euch was zu trinken zu holen. Und das dann in aller Ruhe weiter zu gucken, weil ich habe Redebedarf. Ich habe jetzt einige Monate einfach nur Videos gemacht, wo eben halt Reinigungstechnik waren oder kleine Tricks und Kniffs. Aber wie gesagt, heute geht es wieder um ein Produktinformationsvideo-Gedöns. Gut, also hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, entspann dich und lausche meinen Worten. Naja, in dem Sinne Prost, ne? Ist wirklich Wasser. So, also fangen wir an. Ich habe mir jetzt ein paar Notizen gemacht, weil die ganzen Eckdaten, das merkt man sich eh nicht, also ich zumindest nicht. Wundert euch nicht, das ist eben halt das Vorgängermodell, das 40x40, das hatten sie letztes Jahr in solche Pakete verschickt, beziehungsweise den Händlern gegeben zur Verfügung, dass sie dann eben halt einige Glasreiniger das mitgeben, damit die mal testen und dann eben halt ihr Feedback dazu geben. Hat auch gefruchtet, tatsächlich. Wie gesagt, das, was jetzt rausgekommen ist, ist nicht mehr 40x40, hat nicht nur zwei Polierecken, sondern vier, also in jeder Ecke eins zum Polieren. Zum Schrubben ist es bei zwei Ecken geblieben und die Größe hat sich geändert. Jetzt auf dem Markt sind sozusagen die 60x40 Größen, 500 GSM, also 500 Garn pro Quadratmeter oder wie man das nennt. Ich sage immer Flauschfaktor dazu. Ne? Es ist eben halt ein bisschen dicker und flauschiger, was wieder Vor- und Nachteile bringt, meines Erachtens. Das Ding ist ja natürlich, im Sommer ist alles schön und gut. Im Winter, wenn wir die nasskalte Jahreszeit haben, werden die natürlich auch wieder schneller nass, weil sie auch die umliegende Feuchtigkeitsluft aufnehmen. Ne? Das ist aber ganz normal, dass es jetzt nicht nur bei denen tut, sondern allgemein. Ist auch genau wie bei den Dingstüchern hier, das Ninja-Tuch oder das Razor Vibe. Dazu hatte ich, glaube ich, auch mal ein Video gemacht. Es ist aber auch schon ein paar Monate her. Und das vergleichen wir gleich noch mal ein bisschen dazu. Wie gesagt, Plus und Kontra und positiv und negative Aspekte. Mann, Herr Fiss. So, ist bei 60 Grad waschbar, das haben sie erhöht. Damals war es nur bei 40 Grad, wo ich mir so dachte, muss es wieder gesondert waschen. Wie viele Sachen von Merman darf es nicht in den Trockner, aber ganz ehrlich, ich bin da so ein fauler Hund. Ich habe es alles in den Trockner reingepackt und ist da nicht geschadet. Kein Weichspüler, das erklärt sich ja von selbst. Ne? Das ist ja nun Gang und Gäbe. Das brauche ich eigentlich nicht zu erzählen. Warum sage ich es einfach? Einfach, um mit Wissen zu protzen. Naja, wie gesagt, dann kommt noch hinzu, dass diese Polierpads haben auch einen kleinen negativen Aspekt. Natürlich, es löst wunderbar Vogelkot, Fliegen, AA und was ich eben halt für Hinterlassenschaften, wenn man noch kurz was sieht, abgezogen und dann nochmal einmal hinterher. Der Hersteller selber sagt eben halt, man sollte diese Ecktaschen nicht auf getöntem Glas oder foliertem Glas oder eben halt ESG-Glas verwenden. Das war dann schon wieder so einen negativen Aspekt, weil das ist bei den anderen Tüchern wieder nicht der Fall. Die haben da wieder
eine andere Faser drin. Also wenn ich das jetzt hier so betrachte, Angaben gibt es dafür nicht, aber wenn man das hier so betrachtet, seht ihr, dass da so Kunststofffäden mit, ich hoffe, das kann man sehen, eingenäht worden sind und die natürlich dann eben halt ein bisschen gröber sind und nicht so nachgeben, wie jetzt bei den Razer Vibe Dinger. Das ist so eine Art, ja, wie soll man, Polyesterfaser. Seht ihr ja auch, wie das glänzt. Genau wie beim Ninja-Tuch ist das eben halt ein bisschen flexibler. Trotzdem hat es einen abrasiven Effekt, womit man eben halt auch auf ESG-Glas gehen kann. Natürlich nicht, wenn da noch Sand drauf ist, sondern wenn es sauber ist, das Glas. Aber naja, lassen wir das. So, dann hatte ich irgendwo hatte ich noch gelesen, gehört, weiß ich nicht, dass das Stahlwolle sein soll. Habe ich ja gerade erzählt, das ist hier mal Polyester, aber Stahlwolle, ganz ehrlich, wer damit schon mal gearbeitet hat, sobald das Ding nass wird, spätestens beim ersten Waschen rostet ihr das weg. Also, das ist ja ganz normale Kunststofffaser mit irgendwas anderem noch drin, wo der Hersteller eben mal halt keine Angaben zu macht. Oder ich habe es noch nicht gefunden, sagen wir es mal so. So viel dazu eben halt. Wirklich ein schönes Tuch mit Plus- und Minus-Aspekten, wie ich schon sagte, wie die meisten Teile eben halt haben. Und darauf wollte ich ja jetzt eben noch mal eingehen. Großes Plus, was ich jetzt bei dem finde, wie gesagt, ist, dass eben halt eine größere Faser ist. Ist auch ganz interessant für die Handysleeve-Nutzer unter euch. Ihr wisst ja selber, bei den anderen Tüchern hält das nicht so ganz so doll. Hier ist es eben halt, weil die Faser länger ist. Ne? Könnt ihr damit auch wunderbar eben halt so über den Rahmen gehen oder eben halt ganz interessant, so habt ihr eine größere Angriffsfläche für Werbeschriften eben halt bei Schaufenstern oder Firmen oder sowas, wo jetzt eben halt diese aufgeklebten Dinger sind, könnt ihr damit wunderbar arbeiten, ohne dass es runterfällt, runterweht, außer jetzt bei Windstärke 10 würde ich natürlich nicht machen, aber wer geht da noch arbeiten? Ne? Das ist eine ganz gute. Bei den anderen ist es eben halt so, hält nicht so dolle. Wo es jetzt der Vorführeffekt ist, natürlich, wenn es nass ist, das ist wirklich, seht ihr selber, hält nicht so. Und auf der anderen Seite, also die schlechte Seite, das ist ja wie gesagt die Polierseite, auf der Seite hält es überhaupt nicht. Genauso wie bei den Razer-Dingern. Auf der anderen Seite hält es überhaupt nicht. Auf der guten Polierseite hält es einigermaßen, aber auch nicht so dolle. Das ist wieder ein positiver Aspekt für das Bambustuch. Dann noch ein guter Aspekt ist, du kannst es von beiden Seiten benutzen. Sprich, es gibt da keine gute und schlechte Seite, sondern du kannst von beiden Seiten eben halt wunderbar das Wasser aufnehmen. Die Reinigungsflotte, was bei den Tüchern wieder eben halt ist, du hast die gute weiche Seite, die das Wasser wunderbar aufnimmt, nicht schmiert. Natürlich auch nur bis zu einem gewissen Feuchtigkeitsgrad und die Rückseite, die wirklich überhaupt nicht so das Wasser aufnimmt und wie gesagt von Anfang an schmiert. Das war bei dem ja genauso, wo sie es eben halt verkehrt rum gemacht haben, aber das war ein anderes Video, darauf will ich jetzt nicht näher eingehen, das ist ja, sonst wird das Video zu lang. Dann, wie gesagt, negativer Aspekt ist eben halt, du kannst die Schrubbecken nicht auf allen Gläsern verwenden, musst also dann eben halt darauf achten. Das ist wieder so ein negativer Aspekt. Kann man mit leben, aber man vergleicht da eben halt. Dann ist es eben halt so, dass du auf vier Ecken das hast. Du musst darauf achten, weil ja auf einer Ecke sozusagen das ist, das Schrubbpad. Und auf der anderen Seite. Also gegenüberliegenden hast du auf der anderen Seite auch noch. Wie gesagt, ihr müsst euch das vorstellen, weil das Neue habe ich eben halt nicht, die überarbeitete Version. Hier sind ja auch noch Taschen. Und ihr müsst dann eben halt darauf achten, dass ihr dann die Taschen habt, wo auf der Rückseite kein Schrubbpad ist, damit ihr das eben halt voll und ganz nutzen könnt. Beziehungsweise ich zeige es mal beim anderen. Sonst, wenn ihr nur das Schrubbpad hättet, nur die Polierecke habt, wo auch das Schrubbpad auf der Rückseite ist, habt ihr nur zur Verfügung dieses kleine Dreieck zum Nachpolieren. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Habt ihr nur das kleine Dreieck. Dann müsst ihr eben halt darauf achten, wieder, wenn ihr das Pad in der Ecke habt,
damit ihr auf der anderen Seite auch arbeiten könnt, wo nicht das Schruppett ist. Oh Mann, ich mache es auch wieder kompliziert. So, dass ihr eben halt so eine Fläche habt zum Nachpolieren und einfach nicht nur ein Dreieck. Ne? Darauf müsst ihr eben halt achten, wo bei den anderen Tüchern das wieder so ist. Du hast auf allen vier Seiten, ne, Taschen, wo ihr komplett arbeiten könnt, wo ihr das wieder so übereinander packen könnt, damit ihr mehr Saugkraft habt, wenn das doch mal ein bisschen nasser ist. Ne? Das ist bei dem eben halt wieder so, müsst ihr wieder anders falten. Das, wie gesagt, das ist, da ist jetzt ein bisschen die Fantasie gefragt, manche haben sie bestimmt von euch, dass man es eben halt so packt, dass die Ecktaschen, die keine Schrupppads auf der Rückseite haben, nach vorne sind, damit ihr die volle Breitseite nutzen könnt. Oder ihr macht es ganz einfach fertig. Ne? Aber wie gesagt, dann könnt ihr nicht so gut die Kanten abledern, weil ihr dann eben mal mit dem ganzen anderen da rumschmamiert. Na gut, das war es, glaube ich, eigentlich soweit, was ich erzählen wollte. Wie gesagt, ein gutes Tuch mit negativen und positiven Aspekten. Ich für meinen Teil habe es mal ausprobiert. Mein Favorit wird es nicht sein, weil wie gesagt, ich bin lieber bei diesen dünnen Dingern, obwohl, wie gesagt, das hatte ich auch mal getestet, war jetzt auch nicht so, weil wie gesagt, der Unterschied war eben, dass die gute Seite zum Polieren auf der Seite ist, wo die Ecktasche genäht ist, anstatt sie es andersrum machen wie beim Ninja-Tuch, aber vielleicht gibt es da auch wieder irgendwelche, ja, wie soll man sagen, Kopierrechte oder sowas, keine Ahnung, wie das da so läuft. Für mich ist wirklich das immer noch das Favoritentuch, weil wie gesagt, es trocknet wieder schnell, ne? Legst es kurz auf die Heizung oder sowas oder jetzt im Auto, lässt es einmal durchpusten, nimmt dann eben halt nicht so viel Feuchtigkeit im Winter auf, also nicht so schnell wie eine grobere Faser und ja, fängt nicht so schnell an zu schmieren, wenn es auch ein bisschen Wasser gezogen hat, im Gegensatz zu den anderen Tüchern. Ja gut, ich hoffe, das war jetzt rein informativ und ich habe... ich bin unter 15 Minuten geblieben. Donnerwetter. Ich hoffe, das war jetzt rein informativ für euch. Könnt euch selbst ein Bild davon machen. Habt vielleicht so ein bisschen die Entscheidung abgenommen, dass man so ein bisschen ja, drüber geredet hat. Ein bisschen Informationsinput zu dem Tuch gibt. Anstatt einfach in die Kamera zu halten. Neues Tuch, toll. Kauft es. Na gut. Wie gesagt, ich verabschiede mich in meiner bekannt liebenswürdigen, freundlichen Art und wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und oder eine schöne Woche, je nachdem, wann du das Video siehst. Und ja, hoffe, man sieht sich wieder auf diesem Kanal. Und ja, bleiben Sie uns gewogen. In diesem Sinne. Der Vorführeffekt. Ah, mache ich es doch wieder so.